Na, zusammen, mich hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute haben wir mal wieder einen Mount aus der Protosynthesenschmiede. Und zwar haben wir hier einmal den Vespidenflatterer. Und wie ihr schon seht, ist es mal wieder eine Vespide. Da hatten wir ja schon die ein oder andere, die ich euch gezeigt hatte. Und dementsprechend haben wir hier wieder eine neue Farbvariante. Diesmal ist sie so ein bisschen gemixt, Silber, Grau und ja, mit goldenen Elementen dran. Sieht ganz nett aus. Ich würde sagen, als allererstes schauen wir uns einmal das Mount Special an. Und dazu bin ich schon ein bisschen raus mit der Kamera, denn das Mount Special ist hier ein bisschen ausladender, würde ich mal sagen. Ihr seht, der Vespid fliegt da wild hin und her. Sieht ganz cool aus. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, wo wir uns die bauen können, beziehungsweise was wir dafür alles brauchen. Als allererstes müsst ihr dann erstmal die Protosynthesenschmiede freischalten, um dementsprechend die Mounts craften zu können. Wie schalten wir diese Protosynthesenschmiede frei? Einmal kann ich es euch kurz zeigen auf der Karte. Wir sind auf den Koordinaten 70, 28. Da befindet sich diese Protosynthesenschmiede, aber erst, wenn ihr eine Vorquest bewältigt habt. Diese Vorquest kriegt ihr erst dann, wenn ihr quasi einmal euren Fortschritt hier in der Zonenkampagne auf Minimum 3 von 7 habt. Dann habt ihr nämlich hier in der Höhle des Verbannten eine Konsole freigeschalten. Und diese Konsole befindet sich hier gerade hinter mir. Und die schimpft sich einfach Schiffrenkonsole. Bei der Schiffrenkonsole müssen wir dann folgendes skillen, und zwar Verständnis des Sopranesischen. Das ermöglicht euch hier mit Soatomas zu interagieren und unter anderem verbessert euer Verständnis der Synthesenschmiede und ermöglicht es euch die Entdeckung und Erschaffung großer Kreaturen. Diese großen Kreaturen sind einmal quasi die Reittiere und diese Geschichte brauchen wir dann einmal. Wenn wir das hier fertig geskillt haben, dann kriegt ihr eine Quest und zwar hier im Lager Huld des Pilgers. Und hier bei der Schatzkiste sieht man auch nochmal die Schritte, die wir absolvieren müssen. Wir müssen einmal die Quest Finde Tali abschließen. Das sind etwa so 10 Quests, die dann hier in dem Elite-Bereich spielen. Sobald wir das gemacht haben, sind wir für den ersten Tag so weit mal fertig. Und sobald dann ein Tag vergangen ist, bekommen wir eine zweite Quest. Und zwar die verlorenen Komponenten. Die bekommen wir auch von Tali. Die sind einmal, oder die startet einmal auch wieder in der Huld des Pilgers, schickt uns dann nochmal zur Protosynthesenschmiede und dort können wir dann die Quest abgeben, kriegen schon mal ein paar Mats fürs erste Mount, auch den ersten Plan, den ich euch schon in dem Video gezeigt habe. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann hinter mir diese Protosynthesenschmiede freigeschalten, das ist das hier. Und dann ja, habt ihr erstmal nur einen Plan und dann sollten wir als nächstes lostickern und die anderen Pläne holen. Und fürs Mount ja, habe ich euch schon mal den Plan rausgesucht, wie wir den bekommen und da schauen wir jetzt mal rein. Dann kommen wir jetzt zum Bauplan Vespidenflatterer und den könnt ihr eigentlich über verschiedene Wege erreichen. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Den ersten Weg will ich euch jetzt gleich mal zeigen. Also wir befinden uns jetzt hier unten. Koordinaten sind 50, 30. Das Ding liegt aber ein bisschen weiter oben. Ja, ich will jetzt nicht sagen im Berg, sondern auf so einer Plattform oben. Ne? Und da haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten hochzukommen. Wenn dann, wir benutzen das Venture-Portal, das zeige ich euch am Ende nochmal. Oder ihr geht hierher und füllt diesen Balken auf mit kosmischer Energie. Ne? Dafür müsst ihr hier solche Mobs töten in der Ebene, die sind immer in so Lachen drin. Ihr tötet die Mobs quasi in den Lachen, dann kommen so Kugeln raus, die sammelt ihr auf. Das dauert ein bisschen, bis ihr die kosmische Energie hier auf 100 hochgesammelt habt. Und sobald ihr das gemacht habt, könnt ihr einmal hier bei den Koordinaten 50, 31 in so ein Gebäude reinlaufen. Und in dem Gebäude können wir dann so ein kleines Flugportsystem benutzen, ja, um da hochzukommen. Dazu müsst ihr hier oben, ist eine Rune, das ist diese hier, ist oben an der Wand, die habe ich jetzt schon angeklickt, die klickt ihr an. Dann könnt ihr einmal hier mit dem Flugding interagieren, müsst 30 von dieser kosmischen Energie zahlen und könnt euch in einem Raum nach oben porten. Wenn ihr hier oben seid, dann müsst ihr die nächste Rune, die habe ich jetzt in dem Fall noch nicht angeklickt, an der Wand anklicken und könnt euch bei dem Flugding zum nächsten Teil weiter porten, hierhin. Ja? Und das ist halt so ein kleines Portsystem. So, jetzt sind wir hier oben und wenn wir jetzt hier oben sind, wollen wir ja hier rüber zu dem anderen Ding, ja. Und dazu gehen wir jetzt einfach hier hinten rum. Dann einmal hier hoch. Und dann seht ihr, hier hinten liegt das Teil drin. Ja? Also da wollen wir hoch. Ihr könnt jetzt natürlich, wenn ihr Ventier seid, auch einfach
euch dieses Mob-Gekille sparen und zweimal den Ventierport benutzen. Also hier unten ist die untere Ebene, dann ist wahrscheinlich einmal hier hoch und dann hier hoch mit dem Ventierport. Das geht wahrscheinlich auch und dann könnt ihr euch das Rumgeporte sparen. Ich wollte euch jetzt mal beide Methoden zeigen, falls ihr jetzt hier gerade nicht Ventier geskillt seid und nicht wieder zurücklaufen wollt in die Hauptstadt und das ändern, könnt ihr halt auch über diesen anderen Port hier hochbekommen. Wo haben wir es jetzt? Jetzt haben wir hier einmal Vespitenflatterer, genau. Das ist das Rezept. Ich zeige es nochmal auf der Map. Also hier oben ist es drauf, 5026. Sobald wir uns den Bauplan besorgt haben, müssen wir ein paar Materialien sammeln. Und zwar brauchen wir einmal diese Genesis-Partikel, hier von insgesamt 400 Stück. Dann brauchen wir ein unendlicher Ruf des Windes und wir benötigen ein Vespitgitter. Und sobald wir die Materialien haben, können wir das Mount bauen. Und wo wir die herkriegen, das zeige ich euch jetzt mal. Dann kommen wir zum ersten Item, und zwar den Genesis-Partikeln. Diese Partikel könnt ihr in der kompletten Zone von nahezu allen Mobs looten. Sprich, wenn ihr nebenbei euch die anderen Materialien farmt, beziehungsweise ihr hier am Questen seid, kriegt ihr die sowieso nebenbei. Ihr könnt es aber auch speziell forcieren und an einem Spot farmen. Ich habe hier meine 18.000 schon zusammengefarmt. So ein bisschen mehr als 18k braucht man nämlich, um alle Mounts und Pets einmal craften zu können. Wo befinden wir uns genau? Wir sind hier auf den Koordinaten 42, 73 und hier in diesem Bereich gibt es Verschlingermobs. Diese Verschlingermobs haben den Vorteil, dass sie auch so Portalen spawnen und die spawnen irre schnell nach. Heißt, man kann die hier mit einer Gruppe eigentlich durchgehend umboxen und halt da am effizientesten tatsächlich dieses Zeug farmen. Wenn ihr das in der Gruppe machen wollt, dann gebt hier am besten Mode ein oder Genesis Mode. Das ist der englische Name von diesen Genesis Partikeln. Und da gibt es eigentlich genug Gruppen, einfach reinqueuen. Ihr könnt es in einer 5-Mann-Gruppe machen, Raid macht keinen Sinn. Oder ihr könnt auch in einer 2x4-Gruppe machen, das bedeutet, es sind 2 4-Mann-Gruppen und die können dann quasi auch die Mobs alle looten, wenn sie denn alle antecken. Ich kann euch noch 1-2 Tipps geben, erstmal. Ich habe es bis jetzt meistens an dem Portal gefarmt, dann kann man eigentlich die zwei immer zusammen weghauen und hier so ein bisschen außen noch mit ranziehen. Oder hier hinten an dem Portal, da sind meistens 3 Mobs. 1, 2, 3 sind die da meistens. Und dann kann man auch noch ein paar von außen mit ranziehen. Ihr könnt es auch so ein bisschen AFK farmen, indem ihr euch einen Buff holt. Und zwar Toxitale schimpft sich das. Ich kann das euch einmal zeigen. Ich pull jetzt mal 1, 2 Mobs hier einfach ran. Und zwar gibt es einen Buff, Toxitalisch heißt der. Den kann man sich einmal über die Buff-Konsole holen oder auch sockeln. Und der verursacht einfach Folgendes. Fügt bis zu 5 Gegnern innerhalb von 40 Metern alle 5 Sekunden 6% ihrer maximalen Gesundheit als Schaden zu. Elite-Gegner leiden 2% ihrer maximalen Gesundheit. Also bei so Rares, die ein paar Millionen Life haben, haut das irre Schaden raus. Und ihr seht, ich mache hier gar nichts und ich fahre einfach 2 bis 3k DPS. Ja, das ist einfach nur toxitalisch, passiver Damage. Die Gegner kriegen also die ganze Zeit Schaden. Und wenn ihr in Gruppen seid, ich sag mal so, die meisten Gruppen haben es jetzt nicht so gern, wenn ihr komplett AFK't, weil sie dann die Arbeit macht. Wenn ihr aber Toxitalisch drauf habt, dann macht ihr ein bisschen Damage. Und wenn ihr alle 2 Minuten lootet, dann reicht es. Ich habe meistens nebenbei so ein bisschen Filme angeguckt, wenn ich das hier gefarmt habe, weil man schon doch eine Weile dran ist. Und solange man Toxitalisch drauf hat, muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit durchprügeln. Ihr habt ein Fenster von 2 Minuten, wo ihr immer einmal looten solltet, denn nach 2 Minuten verschwindet normaler Loot. Wenn blaue Sachen oder epische drin sind, dann halt, glaube ich, bis zu einer halben Stunde. Das ist aber jetzt hier für den Farm irrelevant. Ihr solltet alle 2 Minuten looten. Wo kriegt ihr diesen Sockel her, beziehungsweise wie funktioniert das? Ihr könnt einmal bei eurer Skill-Konsole in der Höhle des Verbannten in der 2. Reihe ein paar Sachen skillen. Und zwar braucht ihr hier das erste bei Akularisch und dann am besten hier noch die anderen Sachen mit skillen. Hier das letzte ist, dass man den Sockel einmal reinsockeln kann und die anderen Sachen erhöhen die Zeiten von den normalen Buffs. Ja, wie funktioniert das? Wenn ihr das erste geskillt habt, dann könnt ihr mit dieser Verstärkungskonsole interagieren und wenn ihr damit interagieren könnt, könnt ihr dementsprechend euch Buffs aussuchen. Ja, hier zum Beispiel, da haben wir schon Toxitonisch, das könnt ihr euch holen oder auch andere Buffs. Diese Buffs halten normalerweise halt, wenn man sie sich draufhaut, eine Stunde. Man kann sich aber diese Sockel-Items auch reinsockeln, wenn man das letzte in der Konsole unten geskillt hat. Und dann sind die quasi permanent. Also das Toxitanisch kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich einmal dauerhaft mitzunehmen.
macht auf jeden Fall passiv Damage, ohne dass ihr großartig was machen müsst. Ihr müsst nur mit den Gegnern im Kampf sein. Oder ihr haut da ganz normal drauf. Das ist quasi euch überlassen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns die anderen Sachen noch ein. Achso, eine Anmerkung noch. Ich werde euch jetzt gleich noch zeigen, wo man auch die Gitter zum Beispiel herkriegt. Ihr könnt euch alle Gitter unter anderem auch im Auktionshaus kaufen. Manche sind sogar auch relativ günstig. Also ihr müsst die nicht unbedingt farmen. Das könnt ihr euch so ein bisschen überlegen. Wenn ihr ein bisschen Gold über habt, dann würde ich empfehlen, die einfach im Auktionshaus zu kaufen. Und dann spart ihr euch das ein oder andere an Farmzeit. Dann kommen wir als nächstes zum Vespidengitter. Diese Vespidengitter droppen alle Vespiden. Und zwar haben wir Vespiden einmal hier relativ viele, ja, also in dem Bereich. Und dann haben wir nochmal hier auch relativ viele Vespiden. Im Endeffekt kann man hier die alle zusammenziehen und töten, dann hier rüberfliegen, die alle zusammenziehen und töten und wieder zurück. Ne? Also immer hin und her. Das geht sich eigentlich relativ gut aus. Also hier seht ihr, das sind diese ganzen Vespiden-Mobs hier. Zum Beispiel die Vespiden-Drohne hier hinten. Und da seht ihr, da haben wir doch relativ viele, die wir hier mitnehmen können. Dann kommen wir zum unendlichen Ruf des Windes. Und zwar kriegen wir die Materialien von bestimmten Vögeln. Unter anderem verbessert der Ornith, schimpfen sich die. Und wo das genau ist, zeige ich euch jetzt mal. Wir haben einmal diese Vögel hier auf der Insel vom Raid-Mausoleum der Ersten. Eigentlich großflächig rumflattern. Wir können jetzt mal ein paar Spots ablaufen und alle diese Vögel können quasi diese Materialien droppen. Die droppen die relativ schlecht. Ich habe jetzt insgesamt 87 von den Vögeln umgehauen und eine Materialie mit dem Main und eine mit dem zweiten Account gekriegt. Die sind aber Gott sei Dank Battle.net Account, also man kann die zusammenschicken. Mehr als zwei braucht ihr auch nicht, dann könnt ihr nämlich alle Mounts damit quasi bauen. Also, wir haben jetzt hier oben, seht ihr, zwei Vögel rumflattern. Und dann sind die hier an mehreren Stellen. Also wir laufen jetzt mal hier hinten einmal raus. Wir haben dann einmal einen Spot hier unten. Und zwar hier in dem Nest ist einer drin. Oben hier in dem Nest sind auch nochmal zwei, beziehungsweise es fliegt hier auch noch einer rum. Das Problem ist, die kriegt man da relativ blöd runtergepult. Manchmal backen die. Dann ist quasi hier noch einmal einer, wenn ihr hier hochlauft. Dann haben wir hier unten an den Felskanten ein paar hocken. Da ist unter anderem einer. Hier haben wir welche. Da sind nochmal welche. Hier vorne hocken auch zwei. Dann ist da unten noch einer. Hier, da müsst ihr aber runterspringen. Den könnt ihr irgendwie nicht hochpullen. Der backt nämlich dann, wenn man versucht hochzupullen. Dann hocken unten zwei. Einmal hockt hier hinten auf der Kugel einer. Und dann hockt da unten nochmal einer. Dann haben wir hier hinten noch einen. Und wenn wir dann einmal hier rüber laufen, haben wir hier oben einen sitzen. Und dann könnt ihr eigentlich mit dem Goblin-Gleiter, wenn ihr den habt, hier rüber flattern. Und zwar hocken zwei hier auf dem Stein. Und dann haben wir noch zwei hier unten. Also das sind die, die ich eigentlich mal abgelaufen bin. Einmal im Kreis rumlaufen, die spawnen relativ gut wieder nach. Und ja, es sind halt immer nur ein, zwei zusammen. Also heißt, mit der Ehen sieht es halt ein bisschen schlecht aus. Und ja, ein bisschen muss man da tatsächlich schon farmen. Das sind eigentlich soweit die Spots. Vielleicht gibt es nur eins vor mehr, da fliegen auch teilweise hier welche rum. Aber im Großen und Ganzen gibt es die da. Eine Alternative ist auch, dass man die hier hinten noch farmen kann. Da sollen auch noch mal ein paar hocken auf den Klippen. Ich habe es jetzt aber tatsächlich hier oben gemacht. Sobald ihr euch dann den Plan gefarmt habt, beziehungsweise auch alle Mats besorgt habt, könnt ihr dann einfach hinter mir bei dem Kollegen hier das Mount erstellen. Da gibt es natürlich nicht nur ein Mount, sondern es sind insgesamt 24 Stück. Dazu habe ich auch schon ein komplettes Video gemacht, wo es dementsprechend jeden einzelnen Plan gibt, in einem quasi gesammelten Video. Dann habe ich ein Video erstellt, wo man alle diese Sondermaterialien für die Mounts herbekommt. Ich habe auch ein Video erstellt für alle Gitter und dann gibt es noch diese Schimmer-Items, die man nicht für die Mounts braucht, aber für die Pets und dort habe ich auch nochmal ein gesondertes Video erstellt für alle Schimmer-Items. Sprich, wenn ihr euch gesamt diese Mats farmen wollt, sind diese Videos ideal, um euch zu zeigen, wo ihr jedes einzelne herbekommt. Zusätzlich werde ich jetzt für die anderen Mounts natürlich auch nochmal kleine extra Videos aufnehmen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren und dann sehen wir uns vielleicht in einem der nächsten Videos wieder. Euer Chala, bis zum nächsten Mal. Ciao.